Tracking-System ist ein System, ist eigentlich nur ein Computer, eine Software, die Positionsdaten im 3D-Raum bestimmen kann. Das heißt, von Personen oder von Bühnenbildelementen übermittelt diese Software 3D-Daten und jedes computerisierte System, das daran angeschlossen ist, kann diese auswerten. Ich präsentiere das heute fürs Licht, aber das geht ganz genauso für Ton, für Video, für Maschinerie. Also alle, die Computer nutzen, um ihre Systeme zu steuern, können diese Positionsdaten verwenden, um egal was zu triggern, zu bewegen und interaktiv zu machen für die Darsteller. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie diese Daten in das System reinkommen. Eine wäre, dass wir alle Daten aus unserer jetzigen Maschinerie nutzen, Züge, Podium, Drehscheibe, Wägen und so weiter. Da kann man schon relativ viel mitmachen. Aber dafür fehlen uns, soweit ich weiß, noch die Interfaces. Und die zweite Möglichkeit ist, das per Sender zu machen. Und das ist die Variante, die wir heute präsentieren. Das sind so kleine Sender, die man im Bühnenbild oder am Darsteller verstecken kann. Wir haben hier 8 Antennen verteilt auf der ersten Galerie und hier vorne in der ersten Rinne, die das Signal von den Sendern erkennen und daraus dann die Position berechnen. Warum stellen wir das heute vor? Ganz einfach, weil wir es können. Corona hat uns die Möglichkeit gegeben, dass wir überhaupt an so ein System drankommen. Wir haben das für ein paar Tage, ein paar Wochen geliehen bekommen von der Firma Lightpower. Heute Abend müssen wir es leider wieder abbauen und zurückschicken. Deswegen heute die Präsentation. Und zum anderen, durch Corona haben wir ein bisschen die Chance bekommen, auch die Bühne dafür zu nutzen. Ich habe das System vor 3 Jahren für ein Lichtdesign in einer großen Arena-Tour eingesetzt und war am Anfang extrem frustriert, weil es nicht das getan hat, was ich gedacht habe, dass es tut. Zumindest nicht so schnell. Aber am Schluss war ich extrem begeistert, weil ich damit Sachen konnte, die anders einfach nicht möglich gewesen wären. Wir zeigen euch jetzt einfach so ein bisschen, was wir die letzten Tage gemacht haben. Dafür brauche ich Kostüm. Tracking-System. Manche sagen auch Follow-Spot-System dazu, aber das ist eigentlich der falsche Begriff, weil, wie gesagt, das kann ziemlich alles steuern. Und Follow-Spots würden ja ungefähr so aussehen, Thomas. Aber das ist jetzt genau das, wofür das System eigentlich nicht da ist. Es geht, aber diesen Look, den können wir von Hand wesentlich besser und wesentlich schöner. Und das ist der wichtige Unterschied zu einem Tracking-System. Es soll nicht Follow-Spots, so wie wir sie kennen, ersetzen. Es ist eine Alternative, aber kein 1-zu-1-Ersatz. Was es uns ermöglicht, sind einfach viel, viel mehr kreative Optionen, die wir dann mit dem Licht oder auch im Zusammenspiel mit den anderen Gewerken haben. Also, wenn ich sage Follow-Spot-System, denken die Leute da dran. Ich nenne es Tracking-System, weil die Möglichkeiten einfach viel, viel mehr sind. Die Position könnten wir jetzt immer noch von der Portalbrücke manuell bedienen. Was wir nicht machen könnten, wäre sowas. Das ist jetzt der Vorteil von Moving Lights, die verfolgen. Aber der richtige Vorteil wird deutlich, wenn wir in den nächsten gehen. Nämlich, wenn wir sagen, uns gefällt dieser steile Winkel der Lampen und wir würden das gern über die ganze Bühne verteilt haben. Weil wenn ich jetzt nach hinten laufen würde, würde der Winkel ja immer flacher werden. Darf ich, Thomas? Wenn ich nämlich jetzt laufe, merkt das System, dass ich laufe und sucht sich genau die Lampen raus, die dafür passend sind. Das heißt, der steile Winkel bleibt immer bestehen. Und auch die Übergänge, die Dimmer, der Thomas hat jetzt keine Hände am Pult, das macht alles das System automatisch und je nachdem, wie schnell ich laufe, werden auch diese Dimmerüberblendungen geregelt. Also das ist schon mal ein kleines Beispiel, wie so ein System funktionieren kann. So, wir könnten uns vorstellen, wir haben so eine Produktion wie Ivanov hier im Haus. Da erinnern sich vielleicht einige noch dran. Das heißt, wir hatten eine permanent rotierende viereckige Drehscheibe. Und wir haben nachgeguckt, 150 Presets programmiert für Moving Lights, um diesen Darstellern auf dieser Scheibe zu folgen. Die Herausforderung war da, dass sich die Scheibe A ständig gedreht hat, B, dass sie nicht programmierbar war und dass wir mit diesen 150 Presets immer hoffen mussten, dass die Scheibe zum richtigen Moment am richtigen Platz ist, dass diese Presets auch stimmen. Mal angenommen, wir hätten sowas gehabt, wäre es natürlich einfacher gewesen. Einfach ein paar Lampen da abstellen auf einen Darsteller. In dem Fall war es der Ivanov die meiste Zeit, der sie braucht. Und ich habe zu jeder Zeit
an jedem Ort das Licht mit so vielen Lampen, wie ich es eben brauche. Und das Schöne ist, wir haben Helligkeit, Farbe, Größe immer am Pult verfügbar. Also ich wäre bei der 135, Thomas. Und auch wenn wir Bühnenbildelemente haben, die von Darstellern über die Bühne geschoben werden, zum Beispiel bei Romeo und Julia, die Särge ist ein Beispiel. Darsteller müssten sich nicht unbedingt auf ihre Marks konzentrieren. Ja, die könnten sich frei im Raum bewegen und das Licht würde da angehen, wo man es eben braucht. Beim Tracking kann man immer entscheiden, wie viel Macht gebe ich dem Tracking-Server und wie viel Kontrolle behalte ich am Pult. Das kann man für in jeder einzelnen Sekunde und für jedes einzelne Feature immer sich aussuchen. Und hier überblenden wir jetzt von einem im Pult gespeicherten Preset auf die Spots. Und da ist das Schöne, das geht eben auf bewegte Ziele. Das heißt, man kann sich da, jetzt ist es nur Farbe und Position, aber das geht mit allen Features, die so ein Moving Light bietet. Ja, das heißt, man kann jederzeit überblenden und die Lampen finden ihr Ziel. Das heißt, Tracking ist nicht an oder aus, Tracking ist immer genau das, was man will. Und wir bedienen auch kein zweites System. Das komplette Tracking wird direkt vom Pult bedient nach der Einrichtung. Also ist es nicht so, dass man dann in der Probe oder in der Vorstellung da noch an einem zweiten System arbeiten muss. Okay, wir haben jetzt die gewöhnlichen Positionen von den Lampen hier in der Decke uns angeschaut. Aber es wäre ja langweilig, wenn nur die gehen. Es funktioniert natürlich alle Lampen im Haus, wenn sie richtig eingemessen sind, sind nutzbar und eben auch solche Lampen, bei denen jetzt keine Verfolgerposition erstmal vermutbar wäre. Jetzt sind solche Lampen an so Positionen dann so ein bisschen tricky, denn wenn ich jetzt zu weit hier rauslaufen würde, würde ich ja die Wand oder die Box beleuchten. Zum Glück ist das System so schlau, dass es das merkt, wo ich bin und kann das entsprechend automatisch, ohne dass wir da jedes Mal drauf aufpassen müssen, auch regeln. Sonst sieht es immer ein bisschen lästig aus, wenn die Lampen immer dahin leuchten, wo sie nicht sollen. Okay, wir haben jetzt einiges an bewegten Lichtern gesehen, aber es ist ein Tracking-System, kein Verfolgersystem oder kein Moving-Light-System. Das ganze System kann mit allen Lampen umgehen, egal ob Dimmer, egal ob Fußrahmen, Befluter, Profilscheinwerfer, egal. Dem System ist es völlig wurscht, was es steuert. Da wir jetzt hier nicht groß aufbauen können, wie für ein Ballett mit Gassen und so weiter, simulieren wir das hier mal mit Oberlichtern. Kann man sich aber auch vorstellen, es wären einzelne Gassen. Ja, also man kann sagen, da wo ich bin, ist Licht. Man kann sich die Zonen hier noch feiner definieren, wie man das möchte. Und dem System ist es auch egal, wie schnell das ist. Macht wieder seine Überblendung so, wie es das soll. Und dann kann man auch interaktiv damit spielen. Ja, man kann Sachen triggern. Jetzt wird es einfach weiß hier. Wenn ich die Bühne verlasse, wird es auch blau. Aber da könnte alles passieren. Weil das System sagt nicht, mach die Lampe weiß. Das Tracking-System steuert jetzt einfach einen Fehler bei uns am Pult. Und da ist gerade weiß programmiert. Aber da kann alles Denkbare programmiert sein. Und wie gesagt, auch das geht wiederum nicht nur fürs Licht, sondern für alle Abteilungen. Dann wurde ich vorhin schon gefragt, ja, geht es immer nur mit einem Ziel, mit einem Sender? Nein. Wir können das zeigen, dazu brauche ich aber einen Kollegen. Wir müssen das Ganze ja Corona-konform machen. Ja. Auf so einer Bühne würde ich sagen, mehr als drei gleichzeitig verfolgte Ziele ist dann wahrscheinlich schon zu viel. Aber wie gesagt, egal ob Bühnenbild, Personen, die Anzahl von so Sachen ist eigentlich kein Problem. So, ich glaube, im Prinzip war es das auch schon, was ich hier mir aufgeschrieben habe, was wir zeigen können. Wir haben jetzt noch was vorbereitet. Aber bevor ich hier weggehe, würde ich mich noch gerne bedanken, nämlich bei der Firma Lightpower, die uns das System hier zur Verfügung gestellt hat, speziell bei Bertram und Patrick, die werden das Video bekommen. Und natürlich bei meinen zwei Stellwerkern, bei Thomas und Alex, die sich hier die letzten Wochen da wirklich reingefuchst haben und jetzt wahrscheinlich Deutschlands beste Zugtrack-Operator sind. Vielen Dank. Und auf...
I've let the days go by in weeks. So am I too far extended or intended as I ought to be? With all them heavy-headed dreams and well-bred skull and bones tendencies. Got a field of yellow teeth that needs some dentistry in the front yard. I'm afraid I've missed my mark. Have I gone too far away?